Nehmen wir ruhig den erstmal, ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Also, beziehungsweise, wir können das ja einfach tun. Was heißt, wir haben Zeit? Zeit haben wir sowieso. Mal gucken, was ist denn hier jetzt alles so? Rebellion. Ich weiß noch nicht, was es mit diesen Motten auf sich hat. Aber das war auf jeden Fall praktisch. Mal gucken, ob hier auch was Lustiges drin ist. Ja, moin. Apropos, ich könnte eigentlich mal in den Gemeinschaftsraum gehen und meine Sachen platzieren, oder? Das können wir nach der Mission machen. Rebellion. Reveo finde ich praktisch. Das mache ich aber jetzt öfter. Wenn ich meine Truhen finden kann und so. Bei wem darf ich mich denn jetzt nochmal melden? Dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen. Skelett eines Augury. Und dies ist das Skelett eines irischen Phönix, der Augury. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klingende Schreie einst den Tod ankündigten. Okay, das ist ja jetzt eigentlich nicht so eine schöne Nachricht, aber. So, jetzt machen wir das Ausrufezeichen mal eben weg. Was habe ich denn hier jetzt gefunden? Ach, dieser hier. Dafür brauche ich aber erst Stufe 6. Den kann ich noch gar nicht tragen. Den habe ich auch schon gefunden. Und bei meinen Sammlungen habe ich einmal hier was gefunden, nämlich das Skelett. Und was ist das hier? Ach, das ist der zweite Griff, den ich noch gefunden habe. Genau. So. Vor die Teegesellschaft, ey. Wie schön Sie zu sehen. Ja, nee, danke. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Ich weiß, wir haben etwas zu Sie wollten besprechen. mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Ja. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Oh, okay, das klingt gut. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Ja, klingt doch super. Klingt vielseitig. Ja. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Boah, Sie. das war so klar, ne? Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Okay. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen und Zauberkombination. Ich dachte, dieser Der Club gekreuzte ist. Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Rebellion. Was gehört hier oder nicht? Da oben.
Skelett eines schwarzen Hybriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professorin Hekat an sich genommen hat, nachdem sie während dem großen Wild, neben der großen Wildrazzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderringe in Ostwales zerschlagen hatte. So, damit können wir einmal hier wunderbar in unsere Sammlung gucken und das Ausrufezeichen wegmachen, weil das triggert mich sonst bis zum geht nicht mehr. Hier das Ausrufezeichen wegmachen, denn wir haben hier was Neues. Und ja, die fordere ich natürlich ein, die Belohnung. Und die Aufträge. Klingt doch auch mal ganz gut. Da war noch ein Ausrufezeichen, ich hab's genau gesehen. Hier. Und ich kann das andere Ding, was ich gefunden habe, ausrüsten. Weil das ist ja ab Stufe 6 gewesen, jetzt habe ich aber Stufe 6. Boah, nee, dann lieber den. Ja, vielleicht gehe ich viel nach Optik, aber das ist mir egal. Jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, was kann ich dafür tun? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Nee, kenn Wenn ich nicht, aber wahrscheinlich nicht so geklappt haben. Sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Oh, Menschen können so grausam sein. Sind wir mal nett zu ihr. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Klingt für mich so, als hätten sie auf deine Tat ganz angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Wie viele sind das? Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Bestimmt 87 oder so. Das sind 6. Gute Nachricht. Wir haben eine neue Übungspuppe für Zauberkombination. Und du bist in Runde 2 der gekreuzten Stäbe. Wenn du Interesse hast, weißt du ja, wo du mich finden kannst. Suche ich jetzt die Steine? Ne, ich suche die Steine jetzt nicht. Oh, das sind die Steine jetzt, okay. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Rebellion. Aber erstmal nehme ich diese Karte mit. Der Vivanbrunnen, die Spitze dieses Springbrunnens im Verbandshof, ist mit
dem Abbild eines Sion verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Vivan von Vi, der von den lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Guck mal, da oben ist einer. Ach hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Eben warst du noch so? Ja, bestimmt zu Recht. Ich weiß nicht, was das soll. Da oben ist noch einer, oder? Vogel, auf den ich Magie ausüben möchte. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Absolut. Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Ja, natürlich. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Ja, klingt doch gut. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Ich will nicht gemein sein, aber so, wenn mich das als Slytherin in Gryffindor sagt, mache ich doch gerne. Wohl fliegende Schlüssel. Ja, zum Schutz. Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Das stimmt allerdings. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ja, dann sage ich dir Bescheid, aber ich bin gerade in einem anderen Auftrag drin eigentlich. Und ich muss sagen, ich möchte die jetzt nicht so durcheinander machen. Ich möchte erstmal hier den Auftrag fertig machen. Und was ist in meinem Inventar jetzt neu? Ah, der Koboldstein, okay. Ich habe schon wieder ein Ausrufezeichen gesehen. Was ist denn hier in meiner Sammlung jetzt neu? Ach, der Brunnen, genau. An dem waren wir ja auch eben. Darf ich durch? Dankeschön. Ja, wir werden natürlich so viele Nebenquests wie möglich erstmal annehmen, sodass wir die spielen können, wann wir wollen. Sodass wir immer nach und nach ein bisschen weiterkommen in allem, was wir tun. Dann können wir nämlich auch Hogwarts erkunden entsprechend. Warte mal, hier ist auch einer. Hä? Bist du weiter unten oder was? Du bist unten, kann das sein? Nee. Unten kannst du nicht sein. Da bist du oben. Ah, du bist oben. Okay. Aber wo bist denn du hier? Jetzt suche ich eine Person gerade? Also ich suche jetzt ja gerade nicht den Stein, aber... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, deshalb bist du doch gerade hier, oder nicht?
Markierung. Hier ist auf jeden Fall so Sachen. Hier ist auch noch so ein Rätsel. Und eine Truhe. Wow. Wie gesagt, ich hoffe, ich bekomme immer noch eine Einleitung, wie ich diese Rätsel löse. Sonst bin ich da bezüglich echt aufgeschmissen. 39 Geld, die Truhen kann ich noch nicht öffnen. Ja, wir müssen erst zusehen, dass wir unsere... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, tust du doch. Also, wie tue ich doch? Ist doch alles super. Ich kann sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Doch, Tatsache schon. Ach hier. Tatsache kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und da haben wir auch schon 3 von 6 Steinen. Ich würde behaupten, wir tun ihr damit auf jeden Fall was Gutes. Und uns auch, denn ich kann mich hier im Schloss wunderbar umgucken. Zumindest ein bisschen. Und jetzt habe ich zum Beispiel ja den Raum für Wahrsagen schon gefunden. Mal gucken, vielleicht finden wir noch eine Mission sogar nebenbei. Das wäre doch schon ziemlich cool, oder nicht? Oh Gott. Einen Moment, einfach hier einmal. Lumos. Ja, das wird, denke ich mal, oben sein einfach, ne? Aber so bringt mir das noch nicht so viel. Ah, da ist das Symbol drauf, bestimmt auf dem Ding unten. Und ich muss einfach die Symbole dann anpassen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine. Ravenclaw-Turm, ja. Akio. So wie hier zum Beispiel. Boah, das Schloss ist echt riesig, ne? Das wird so hart, das alles zu erkunden, ne? Aber auch wie die Treppe hier erscheint, das ist einfach cool gemacht. Jetzt hier nur für Ravenclaws oder was? Wenn hier so ein kleines Ding ist.